Hallöchen ihr Lieben, es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed 3 und wir befinden uns kurz davor, unsere Story weiterzumachen, hoffe ich zumindest. Und ja, wir schauen mal, was uns jetzt erwartet. Hier haben wir auf jeden Fall ein Lager. Einmal durchreiten. So. Bin gespannt, ich bin sehr gespannt und hier haben wir es erreicht. Juhu! Duck. Sequenz 9. Fehlender Nachschub. Mission starten. Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Das machen wir doch glatt. So, rüst uns mal den Bogen noch mit aus. Und dann gehen wir mal zur verlassenen Kirche zurückkehren. Jetzt begeben wir uns auf die Jagd im Wald. Und schauen mal, was wir machen können, müssen, tun, hätten, wollen. So. Stopf, 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 stopf. Eigentlich wollte ich auch mal wieder in die Stadt und mir neue Waffen kaufen und sowas alles. Ich wollte eigentlich so viel schon machen, aber irgendwie komme ich immer nicht dazu, weil ich mir denke, oh, die Story-Quest ist so geil, ich mach mal weiter. Ach ja, naja, schaffen wir schon irgendwann. Ach, dieses so cool Klettern ist auch irgendwie einfach nur verbuggt. Alter, jetzt hör auf mit dem Scheiß. So, gleich geschafft, noch 140 Meter. Ganz viele kleine süße Kaninchen. So, eigentlich würde ich ja am liebsten mal über die Bäume da ankommen. Ist schon eine Ecke cooler. Aber ich glaube, das schaffen wir irgendwie nicht. Weil die Pfade sind da halt extremst vorgeschrieben. Und zum anderen sehe ich jetzt hier so mal auch spontan nichts, wo man sich da irgendwie groß langhangeln könnte. Oh Gott, langjangeln. Krass. So, schauen wir mal. Hier ist die verlassene Kirche. Und jetzt? Da bin ich gar nicht reingekommen. Vater, Connor. Ein letztes Wort? Vater. Eine schlechte Wahl. Was? Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Hm? Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen. Städte zu plündern, den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey?
George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Das ja auch mal nahezu verrückt. Jetzt arbeiten wir auf einmal mit Helfern zusammen. Dem Typen, der uns sich eigentlich immer wieder in den Weg gestellt hat, der uns eigentlich nicht so richtig zu mögen scheint. Auf einmal geht's wieder los. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Okay. Suchbereich eingegrenzt. Und da vorne patrouillieren gerade eine ganze Menge Wachen. Da warten wir mal kurz, bis sie ein wenig beiseite sind. Jetzt laufe ich hier mit Helfen rum. Ich fasse es fast nicht. Nur weil die Ziele fast gleich sind, verbünden wir uns mit ihm. Naja gut, okay, wir haben auch nicht wirklich eine andere Wahl. Bevor er uns jetzt hier irgendwie in den Rücken fällt und massakriert, ist das schon besser so, das stimmt schon. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Naja, jetzt kann er auf einmal über Bäume klettern, der Spasti. Als ich ihn gespielt habe, da ging es noch nicht. Oh, die kommt zurück. Aber eigentlich dürfen sie uns ja nicht sehen, hoffe ich zumindest. Wir warten mal ein wenig. Mal sehen, aus welchem Holz du bist. Was? The fuck? Geht's noch? Alter. Aber auch erst, wenn sie direkt unter uns stehen, ne? Das ist auch wieder so klar. Warum? Kämpft er mit dem? Oh. Eigentlich wollte ich ein Luftattentat ausführen, hat nicht geklappt. Autsch. So, dann nehmen wir die halt eben mal schnell auseinander. Zack, rein da. Hey, du Arsch. Ich bin das Kämpfen schon gar nicht mehr gewohnt. Oh, aua. Jetzt ist es gerade gefährlich. Autsch. Na super. Helfen ist ein Idiot. So. Er ist schuld. Was kämpft er auch mit den Spastis, Alter? Mal im Ernst. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Sagt er mit seiner Bauchrednerstimme. So, jetzt will ich mich aber nicht mit den Spastis da anlegen. Habe ich keinen Bock drauf. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen rumkommen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Auch unbedingt neue Waffen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwach inzwischen. Zumindest fallen die Kämpfe einem schon deutlich schwerer. Aber naja, müssen wir jetzt erstmal mit durch und suchen später irgendwann mal einen Laden auf.
So, suchen wir mal nach ein paar Hinweisen. Wahrscheinlich eher an der Straße, würde ich sagen. Ja, so ist es auch. Wagenspuren am Schnee. Schnee hat die Spuren entdeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Hallöchen. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Guten Tag. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Ich muss ihn fangen innerhalb von 30 Sekunden. Den Kutscher abfangen. Lauf, lauf, lauf. Ab ihn. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Halt's Maul. Alter, naja gut. Wir haben ja keine andere Wahl, ne? Also, wir müssen das ja machen. So, inkognito sind wir auch wieder. Nee. Was? Achso, bei der Verfolgung nicht in den Heuikan verstecken. Okay, versuchen wir es mal. Ich sehe den Radius kaum. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das will niemand nicht. So war das jetzt aber nicht geplant. Was? Wie verrückt. Ganz unauffällig einfach mal draufgestellt. Das ist ja irre. Ja, so geht's dann auch, ne? Ach ja, mir fehlen mir gerade ein bisschen die Worte. So, dann nochmal. Ach nee. Alter, ich hasse das Gekletter. Meine Fresse, geht mir das auf den Sack, ey. Wie fett er dabei gerade mal gefailt hat. So. Und nu? Gehen wir mal hier lang. Da werden wir fast entdeckt. Laufen wir einfach mal ganz strikt dran vorbei. Was soll denn diese Scheiße? Alter. Habe ich es jetzt geschafft? Ja. Gut, dann bin ich ja zufrieden. Und jetzt bin ich auf einmal im Heuwagen. Prima. Das würde ich ihm zutrauen. Hihihihihi. Hey, wo ist der Aufseher?
Und dem muss ich jetzt weiterhin folgen, wie ich das sehe. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Lady Falls! Krass, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Bist du dir sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache was Church sagt. Wenn es dir nicht passt, so, puh. Das war knapp. Natürlich nicht. Versteckt sich vor den New York. Okay, bin dabei. Jetzt kann ich mich kaum auf das Gespräch konzentrieren von den beiden. Wen haben wir da? Aber das haben wir gut geschafft. Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. Ich glaube, wir sind am Werk. So, wir müssen Haytham vor Church Männer retten. Und einen haben wir schon mal umgebracht. Mal ganz geschmeidig mit dem Bogen weggefetzt. So, komm schon. Wie hatte man mal coole Moves, wo man mehrere... Ah, cool. Ja, machen wir. Wo man mehrere gleichzeitig umbringen konnte. Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Oh, der sieht irgendwie ein bisschen stärker aus. Das dauert nicht lang. Krass! Nein, ich will nicht sterben. Alter! Lass mich ja in Ruhe, du. Ich glaube, meine Waffen sind langsam echt zu schlecht. Ja. Daran wird es wahrscheinlich irgendwann auch mal liegen. Also ich habe mir kaum Waffen geholt bisher. Und das ist schon echt scheiße, muss ich sagen. Also das ist so... das Nächste, was ich schnell anstreben sollte. Versuchen jetzt mal mehrmals den Bogen zu zücken. Um uns hier einfach ein bisschen was zu ersparen. Boah, da kommen sie gleich alle, ey. So, hier einen drauf. Wenn du mit da einen drauf. Fertig bist, treffen wir uns in New York. Du bist einfach weg. Den haben wir. Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Oh, das war cool. Boah, geil. Das sah einfach richtig cool aus. Hat er seinen Kumpel erschossen quasi. Jawohl. Sequenz 9, fehlender Nachschub. Mission beendet. Und zwar gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, mit voller Punktzahl. Coole Sache. Und wir haben schon wieder neue Waffen in den Geschäften erhältlich. Und, ja. So viel dazu, ne? Und jetzt müssen wir auf nach New York. New York, New York. Schnellreise. Machen wir es mal so. Kein Bock da jetzt hinzulatschen. Begeben uns doch mal einfach hier so piu piu, schön per Teleport da hinten. Ich glaube hier lang. Nach New York reisen. Na gut. Ach, warum nicht, ne? Warum nicht? Man kann es ja mal ausprobieren. Jetzt bin ich auf Waffen gespannt. Ich will Waffeln.
Ladescreen. So, einen Monat später. Gut, so, dann suche ich mir mal schnell einen Laden. Ist ja auch das erste Mal, dass wir jetzt in New York sind. Also, zumindest das erste Mal so richtig in New York. Ich habe eine Befreiungsmission und, ach, wir müssen erst alles entdecken. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch in der nächsten Folge einfach mal gemeinsam in New York um. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Bis dahin!